Rund um die Energiepreispauschale für Rentner die wichtigsten Antworten auf Ihre Fragen durch Rentenberater Peter Knöppel. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Thema Energiepreispauschale für Rentner war seit September 2022 ein Dauerbrenner und ist es immer noch. Ab dem 1.12.2022 werden rund 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner das Energiegeld von 300 Euro ausgezahlt bekommen. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten hier mal in den letzten Monaten gesammelt und ich starte einfach mal in diesem Video mit den ersten 15 Fragen und Antworten. Erste Frage: Welche Arten der Energiepreispauschalen gibt es denn eigentlich in Deutschland? Wir haben zum einen die Energiepreispauschale für Erwerbstätige aufgrund der Paragraphen 112 bis 122 Einkommensteuergesetz. Wir haben die Energiepreispauschale für Studenten. Da gibt es einen Gesetzesentwurf des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Einmalzahlung, Klammer auf, Energiepreispauschale für Studierende sowie Fachschülerinnen und Fachschüler. Und als drittes haben wir die Energiepreispauschale für Rentner nach dem sogenannten Rent-EPBG. Zweite Frage: Was ist denn eigentlich die Energiepreispauschale für Rentner? Die Energiepreispauschale für Rentner ist ein pauschaler Zuschuss für rund 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner zum Ausgleich der gestiegenen Energiekosten. Der Zuschuss ist keine Sozialleistung. Die Energiepauschale ist SV-frei. Die Kosten für die Zahlung durch die Rentenversicherung übernimmt der Bund mit rund 6,5 Milliarden Euro. Rentner wurden bei der ersten Energiepreispauschale für Erwerbstätige nicht berücksichtigt. Daher kam es aufgrund massiven Protestes zu einem dritten Entlastungspaket, in dem auch Rentner mit der Energiepreispauschale berücksichtigt wurden. Dritte Frage: Wo ist die Energiepreispauschale für Rentner gesetzlich geregelt? Die Energiepreispauschale für Rentner ist im Gesetz für eine Energiepreispauschale für Renten- und Versorgungsbeziehende und Änderungen des Übergangsbereichs, kurz Rent-EPBG, gesetzlich geregelt. Ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, in Deutschland existieren drei Energiepreispauschalen. Wer hat denn nun als vierte Frage Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale für Rentner? Die 300 Euro erhält wer am 1.12.2022, das ist der Stichtag, eine gesetzliche Rente als Altersrente oder Rente wegen Erwerbsminderung oder Hinterbliebenenrente bezieht, seinen dauerhaften Wohnsitz in Deutschland hat und der unbeschränkten Steuerpflicht in Deutschland unterliegt. Ob die Rente als Vollrente oder als Teilrente oder teilweise Erwerbsminderungsrente gezahlt wird, ist dabei völlig unerheblich. Entscheidend ist nur, dass Sie am Stichtag 1.12. Anspruch auf eine gesetzliche Rente haben. Fünfte Frage: Wer hat keinen Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale für Rentner? Aktuell mit dem Stand 23.11.2022 haben keinen Anspruch auf die 300 Euro deutsche Rentenbezieher mit dauerhaftem Wohnsitz im Ausland, Rentnerinnen und Rentner, die am Stichtag 1.12.2022 keine gesetzliche Rente beziehen, Bezieher von Vorruhestandsgeldern, soweit sie am 1.12.2022 nicht noch parallel dazu eine gesetzliche Rente beziehen, Betriebsrentenbezieher, Bezieher einer Berufsunfähigkeitsrente, Bezieher einer gesetzlichen Unfallrente, Rentenempfänger von Ruhegehältern aus berufsständischen Versorgungswerken. Da gibt es noch sicherlich mehr, die keinen Anspruch haben. Ich habe hier nur mal die wichtigsten genannt. Sechste Frage: Wird die 300 Euro Energiepreispauschale für Rentner brutto gleich netto gezahlt? Ja, Abzüge werden von den 300 Euro durch die Zahlstellen der Rentenversicherung nicht erhoben. Siebte Frage: Ist die Energiepreispauschale sozialabgabenfrei? Die 300 Euro Energiepreispauschale für Rentner ist definitiv SV-frei, also sozialabgabenfrei. Es werden also von den 300 Euro keine Beiträge für Arbeitslosengeld, Rentenbeiträge, Kranken- und Pflegebeiträge erhoben. Achte Frage: Wird die 300 Euro Energiepreispauschale für Rentner an die Altersrente als Hinzuverdienst angerechnet? Nein, die Energiepreispauschale für Rentner ist kein anrechenbarer Hinzuverdienst zur Altersrente.
Genauso ist sie auch kein anrechenbares Einkommen auf eine Witwenrente. Wird das Energiegeld für Rentner an andere Sozialleistungen wie Hartz IV und Grundsicherung angerechnet? Neunte Frage. Nein, die 300 Euro Energiepreispauschale sind kein anrechenbares Einkommen oder Vermögen im Sinne der Hartz IV-Gesetzgebung, SGB II oder SGB XII Grundsicherung. Zehnte Frage. Kann die 300 Euro Energiepreispauschale gepfändet werden oder mir von meinem Konto weggenommen werden? Nein, anders wie in der Energiepreispauschale für Erwerbstätige ist in dem Rent-EPBG klar geregelt, dass die 300 Euro nicht gepfändet werden dürfen. Dazu gibt es eine gesetzliche Vorschrift. Damit ist auch eine Kontenpfändung nicht möglich. Sie dürfen deshalb auch nicht vom Konto weggenommen werden. Ich empfehle hierzu einen Hinweis vor Auszahlung der 300 Euro an Ihre kontoführende Bank, wenn Sie zum Beispiel ein P-Konto wegen einer laufenden Pfändung haben. Auch der Insolvenzverwalter darf die 300 Euro nicht einziehen. Elfte Frage. Ist die Energiepreispauschale für Rentner steuerfrei? Die Energiepreispauschale für Rentner ist nicht steuerfrei. Sie muss zum versteuernden Renteneinkommen oder Arbeitseinkommen dazugerechnet werden. Ob und in welcher Höhe es zu einer Versteuerung der 300 Euro kommt, wird sich erst, wenn überhaupt, in einer Steuererklärung für das Jahr 2022 im Jahr 2023 für viele Rentenbezieher herausstellen. Zwölfte Frage. Muss ich wegen der 300 Euro Energiepreispauschale eine Steuererklärung abgeben? Die Abgabenordnung und speziell das Einkommensteuerrecht regeln, wann ein Rentner eine Steuererklärung abgeben muss. Vereinfacht gesagt, immer dann die Abgabe einer Steuererklärung, wenn Sie mit allen Einkünften, die Sie als Rentner haben, ein zu versteuerndes Einkommen erreichen, welches über dem für das jeweilige Jahr geltenden Grundfreibetrag liegt. Wenn Sie also mit den 300 Euro Energiepreispauschale und Ihrer gesetzlichen Rente über die Grenze von 10.347 Euro zu versteuernden Einkommen im Jahr 2022 liegen, müssen Sie eine Steuererklärung abgeben. So sagt es auch die Abgabenordnung. Es ist natürlich von hier aus schwer einzuschätzen, wer von den 20 Millionen Rentnerinnen und Rentnern auch mit den 300 Euro keine Steuererklärung abgeben muss. Im Zweifel sollten Sie aber diese wichtige Problematik durch einen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein oder vielleicht auch selbst mit einem entsprechenden Programm mal berechnen lassen. 13. Frage. Wann wird die 300 Euro Energiepreispauschale an Rentner ausgezahlt? Laut Aussagen der gesetzlichen Rentenversicherung für die meisten der 20 Millionen Rentner kommt die Zahlung bis zum 15.12.22 durch die Zahlstellen der gesetzlichen Rentenversicherung. Alle anderen Rentner, die 300 Euro nicht im Dezember 2022 trotz bestehenden Anspruchs nicht ausgezahlt bekommen, besteht die Möglichkeit, einen entsprechenden Auszahlungsanspruch bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee in Bochum zu stellen. Das können Sie erstmals frühestens am 9. Januar 2023 tun. Letzter Antragstermin, merken Sie sich das bitte, ist der 30. Juni 2023. Der Antrag ist in diesen Fällen zwingend erforderlich. Gleiches gilt auch für Empfänger einer Auslandsrente, die aufgrund europäischen Rechts einer deutschen Rente gleichgestellt sind. Diese müssen zwingend ab dem 9.01.2023 bis 30.06.2023 den Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee in Bochum stellen, damit sie die 300 Euro ausgezahlt bekommen. 14. Frage. Haben EM-Rentner Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale? Ja, auch EM-Rentner haben Anspruch auf die 300 Euro. Entscheidend ist nur, dass Sie die EM-Rente am Stichtag 1.12.22 tatsächlich auch beziehen. Ob es sich hierbei um eine volle oder teilweise Erwerbsminderungsrente handelt, ist völlig egal. 15. und letzte Frage. Bekommen Halbwaisen die 300 Euro Energiegeld ab Dezember 2022 gezahlt? Ja. Das Rent-EPBG sagt, dass auch Bezieher einer gesetzlichen Hinterbliebenenrente Anspruch auf die 300 Euro Energiegeld haben. Hinterbliebenenrente meint Witwenrente, Witwerrente, Waisenrente, Halbwaisenrente und Erziehungsrente. Mit dieser Antwort endet der erste Teil. Ich wünsche Ihnen
eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.